Also müsste doch der Arzt jetzt sagen, die brauchen Mineralsalze, sie müssen sich entsäuern, sie müssen mehr trinken, um die Migräne in den Griff zu bekommen. Da brauche ich keine Kopfschmerztablette. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Andreas Paffrath und Florian Sauer. Deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 6. Florian, was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit und B, den Tod. B, der Tod, genau. Drum hält der Arzt auf das Erlebe und zwischen beiden in der Schwebe. Ja, an jedem Zitat, in jedem Spruch ist ja auch immer etwas Wahres dran. Wenn ich zum Friseur gehe, Florian, dann lasse ich mir eine Frisur schneiden und am Schluss bekommt der Friseur sein Geld, sein wohlverdientes. Genau. Wenn ich zum Schreiner gehe und ich sage, bitte baue mir einen schönen Schreibtisch und am Ende gefällt er mir nicht, dann sage ich, Junge, das machst du entweder nochmal oder es gibt kein Geld. Oder wenn es denn mir gut gefällt, sage ich, bitteschön, ja, hast du dir gut verdient. Ja? Wie ist es denn bei Ärzten? Ärzte bekommen ihr Geld, wenn ich es richtig sehe, in jedem Fall. Auch wenn, ja, sie, uns, auch wenn sie uns nicht helfen, das ist der entscheidende Punkt. Ja? Würdest du, Florian, zum Dachdecker gehen und sagen, hier, mach mir ein Dach, der baut das, und nach der Hälfte hört er auf, es regnet rein, die Regenrinnen sind nicht richtig angeschraubt oder falsch und es verstopft alles, kriegt der sein Geld? Nö. Genau. Also er darf nachbessern oder ich suche mir einen anderen oder er baut alles wieder ab. Ja, in der Ärzteschaft ist es in der Regel anders heutzutage. Ja, es ist ganz spannend, auch wie es dazu gekommen ist, dass es heutzutage sich so verhält. Was auch ganz interessant ist, was denn so Ärzte heutzutage abbrechen, auch von der Zeit her, von der Beratung her, Florian. Also vor 1000 Jahren war das noch ganz anders. Ne? Im alten Eid von Hippokrates und Sokrates, müssen wir gar nicht 1000 Jahre zurückgehen, gehen wir mal an Ärzteerinnerungen in 400 Jahren zurück. So. Und da ging es noch darum, dass man erst Geld bezahlt, wenn der Arzt einen gesund gemacht hat. Das heißt, wenn durch die ärztliche Behandlung eine Genesung erfolgt ist, diese abgeschlossen ist, erst dann durfte der Arzt. Und in diesem alten Gelübde war es eben noch Bestandteil, immer erstmal Hilfe anzubieten. Und erst wenn die Hilfe abgeschlossen ist, dafür sich entlohnen zu lassen. Heutzutage ist das schon mal ganz anders. Das heißt, Ärzte werden bezahlt von Geld, das wir überhaupt nicht sehen, das uns von unserem Lohn gesetzlich gesehen her ja schon weggenommen wird. Also ist ja fast schon wie eine Pflichtversklavung, die da stattfindet. Und ob der Arzt uns wirklich hilft, das darf man in der heutigen Zeit in Frage stellen, denn immer mehr Menschen wachen auf und verändern vor allem die Behandlung eben, die alles andere sind als das, was der Arzt nämlich empfiehlt, mit Medikamenten oder Operationen im Beispiel jetzt mal zu arbeiten. Ja, und es gibt auch es gibt auch noch viele Menschen, die ganz bewusst private Krankenkassen wählen, die alternative Behandlung in den Vordergrund stellen, also homöopathische Behandlung, eben nicht symptomunterdrückende Behandlung oder auch die Bereiche bezahlen wie präventive Gesundheit, Fasten, Entgiftungen und so weiter, die es ja in der Schulmedizin überhaupt nicht gibt. Ja, also was ganz spannend ist auch, wir haben gesagt, Ärzte bekommen heute in der Regel ihr Geld, auch wenn sie uns nicht helfen. Es findet ja oftmals auch gar keine Kontrolle statt. Also ich gehe zum Hausarzt jetzt klassischerweise, komme rein, dann wird halt kurz geguckt, wo ist das Problem, vielleicht eine Diagnose gestellt, dann wird ein Medikament ausgestellt und dann habe ich einen Zettel in der Hand, gehe in die Apotheke und hole mir das ab, fertig. Ja, also es findet auch keine Überprüfung statt, ob es mir jetzt wirklich nachher besser geht oder sowas. Und das geht ja auch ratzi-fatzi alles, ne? Also meistens deutlich unter 10 Minuten. Da ist natürlich die Wertschätzung und auch das, was der Arzt da abrechnen kann. Gesetzlich krankenversichert könnte man sagen, heutzutage geht ein Klient da rein. Der Arzt weiß ja, ob er privat oder gesetzlich versichert ist. Und bei der gesetzlichen Versicherung hat der Arzt 10 Minuten, die er für seinen Klienten verwenden kann. Die kann er abrechnen. Wenn was drüber geht, wird es schon schwierig, wenn es nicht gut begründet werden kann. Das heißt, der Klient geht rein, es wird eine Diagnose gestellt anhand von Werten. Entsprechend der Diagnose hat aber der Arzt auch gelernt, aus welchem Leistungskatalog er sich welcher Medikamente bedienen darf. Diese Medikamente hat er in seiner Apotheke, dafür kriegt er von der Pharmazie eine Provision und so wird der Klient rausgeschickt. Der Klient stellt kaum Fragen, ihm wird es nicht erklärt, wo kommt die Krankheit her, wie hat sich das über Jahre aufgebaut, von welchen falschen Lebenslinien ist es
abzusehen, vielleicht auch Ernährung oder Stress oder Überforderung, wie auch immer, falsche Art und Lebensweise, eben Schlaf- und Essensrhythmus, wie auch immer, davon weiß der Arzt nicht, das hat er in seinem Schulmedizinerstudium auch nicht gelernt, da geht es nicht um Symptome wirklich in Ursache zu finden, es geht ausschließlich um die Symptomverschiebung. Deswegen wird auch dieses medizinische Studium von der Pharmazie finanziert, das heißt, es gibt da gar keinen naturholistischen Weg mehr hinein und deswegen kann der normale Schulmediziner, der keine alternativen Behandlungen kennt, auch immer nur Medikamente verschreiben. Und da müsste man heutzutage auch anders an die Sache rangehen. Ja, also definitiv. Und wenn wir jetzt mal gucken, Hausarzt ist ja immer nur der Anfang. Es geht ja immer weiter, ne? Also wenn ich jetzt ein anderes Problem habe, weiß ich, ein chronisches Problem, welcher Art auch immer, dann wird erstmal gesucht, ja? Und dann geht das los. Da werde ich zu verschiedenen anderen Fachärzten geschickt. Da werden unterschiedlichste Maschinen, die Ärzte sich für teuer Geld anschaffen, belegt, ja? Die müssen sich auch rentieren. Da werden verschiedenste Dinge an mir ausprobiert. Und ja, am Ende ist oftmals dann ja, noch mehr Medikamente oder eben ein großes Zucken mit den Achseln, dass man nicht so richtig weiß, wo die Probleme herkommen. Ja? Genau. So. Und Krankenhäuser sind halt heutzutage auch so aufgebaut, das sind Firmen, das sind keine staatlichen Vereinigungen mehr. Ja, das sind auch keine kirchlichen Vereinigungen, das sind Firmen, die müssen knallhart kalkulieren. Oh ja. Da verdienen alle viel Geld, die medizinischen Geräte kosten immense Summen, die abgezahlt werden müssen. Da ist alles auf Pump und Leasing. Das heißt, ein Krankenhaus muss so und so viele Operationen jeden Tag bringen, um wirtschaftsfähig zu sein. Ja. Das ist kein Spiel mehr. Ja. Und dadurch sind auch Ärzte gezwungen, in ihrem Abrechnungsapparat natürlich Operationen zu empfehlen, sei es Gallenblasenentnahme, Blinddarm, Mandeln, damit der Rubel rollt, weil sie sonst auch nicht ihr Geld kriegen. Und wir hängen ja alle in diesem Steuerapparat mit drin. Also auch das Geld hat hier einen wesentlichen Beitrag. Ja, also ganz wichtig ist mir jetzt persönlich, dass es hier nicht darum geht, irgendjemanden, also Fingerpointing zu betreiben und sagen, oh, die Ärzte sind böse oder irgendwas, da sagen wir am Schluss noch was zu, ganz und gar nicht. Es ist einfach mal ein Aufzeigen, wie das System heutzutage funktioniert, weil viele sich darüber gar nicht bewusst sind, wie es denn eigentlich aussieht. So, und wenn wir jetzt sagen, ja, so sieht es heute aus, wie müsste es denn besser aussehen? Also wenn ich jetzt mir Symptome jetzt behandle durch Medikamente, eigentlich, und so war es ja früher auch, dass immer geguckt wurde, wo kommt die Krankheit her? Hast du auch schon kurz eben angesprochen, also dass man einfach ja, aber da kann man ja heutzutage nicht mehr sagen, dass den Klienten geholfen wird, sondern es werden ja, das ist meine Einschätzung, es werden Symptome verschoben und zwar zu 100%. Wenn früher ein Klient zum Beispiel eine Erkrankung hatte, dann hat man immer erstmal geschaut, wo kommt das Problem her, in der Entstehung, in der Familie, in der Art des Lebens, das der Klient führt, wie lange hat er schon diese Zeichen, wie bauen die sich auf und welche Pflanze gibt es denn im Kräutergarten, die man dann entsudet, entsaftet, als Medikament dann herstellt, möglichst frisch, um dann den Klient hier in dieser Transformation zu unterstützen. Heutzutage, finde ich, ist es komplett anders. Heutzutage gibt es ein Medikament. Dieses Medikament verursacht im Körper eine andere Entzündung und somit stellt der Körper dieses eigentliche Symptom, mit dem der Klient zum Arzt geht, ein. Mhm. Und das ist eine Symptomverschiebung. Das heißt, Monate und Jahre später muss der Körper sich eine neue Problematik suchen, also eine neue Körperöffnung, indem er das eigentlich alte Problem, das sich aber weiterentwickelt hat, an einer neuen Stelle zeigt. Und dafür gibt es auch Beweise, dafür gibt es auch Beispiele, die wir mal bringen können. Also, diese Aussage, die du gerade mal so da hast fallen lassen, ist natürlich jetzt, sag ich mal, krass und da werden wahrscheinlich auch viele aufschreien. Also, Medikamente lösen keine Probleme, sondern schaffen ein neues Problem, sodass der Körper vielleicht sagt, das vorherige Problem, das gebe ich jetzt auf und muss mich erstmal um dieses vielleicht größere Problem schaffen. Also, wenn das jetzt wirklich so ist, Florian, dann bitte jetzt mal ein paar Beispiele bringen. Ja? Also, erstmal ein Beispiel für dich, Andreas. Ja. Stell dir mal vor, du hast eine Armee von 10 Soldaten. Und du hast an deinem Haus ein Problem. Mhm. Angenommen, durch eine Wand läuft Wasser. Mhm. Was machst du, um schnell darauf zu reagieren? Wenn aus der Wand Wasser läuft, ja, entweder als allererstes Eimer hinstellen und gucken, dass es irgendwie jetzt hier nichts Schlimmes ist. Lappen, keine Ahnung, erstmal wegmachen. Das ist das Erste. Genau, wenn du kein anderes Problem im Körper hast und dein Haus wäre dein Körper und deine Armee ist der Schutzkörper, das sind deine Handwerker, dann würdest du alle 10 Handwerker an diese Stelle schicken mit einem Mal, dann ist das Problem schnell gelöst und würdest sagen, pass auf, repariere das Loch in der Wand, wo da Wasser reinläuft. Ja, genau. Dann würden die sich drum kümmern. Ne? 3 halten zu, 2 holen Putz, Eimer oder Drainage oder was auch immer. Was ist denn, wenn ich jetzt mit diesem Problem, ich sage, oh, ich habe ein Loch in der Wand und gehe zum Arzt, dann gibt der dir sozusagen einen Pickel und sagt, hau doch mal ein anderes Loch in deine Hauswand rein, was noch viel größer ist.
Was machst du dann mit deinen 10 Soldaten, Andreas, die ja bisher an diesem einen Loch kämpfen? Ja, wenn ich jetzt im Bild bin, dann muss ich sagen, Jungs, 5 bitte jetzt mal kurz mitkommen, wir haben ja noch ein anderes Problem. Oder wenn es schlimmer ist, sogar alle, je nachdem. Richtig, das heißt, wenn das Problem größer ist wie das andere, dann schickst du 7 Soldaten von 10 an diese Stelle. Das heißt, diese weißen Blutkörperchen verteilen sich und es gibt mehrere Flicklöcher sozusagen in deinem Haus, die bewältigt werden müssen. Aber das Signal, das vom ersten Problem ausgeht, ist natürlich dann deutlich schwächer, weil der Impuls von dem größeren Loch, wo noch mehr Wasser reinläuft, ist in dem Moment der Punkt, bei dem sich deine Aufmerksamkeit hinzieht. Okay, soviel zu dem Bild jetzt. Bild habe ich verstanden, aber es erscheint mir trotzdem sehr, sehr krass, diese Aussage, dass ich mir jetzt, wenn ich Medikamente reinpfeife, mir irgendwie neue Probleme schaffe. Nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel. Also was wir in unseren Webinaren immer wieder hören vom Problem ist Migräne, ja. Habe ich ja früher auch heftigst mit zu tun gehabt. Wenn ich Migräne bekommen habe, was habe ich gemacht? So schnell wie möglich Aspirin genommen, damit es weggeht. Genau. Und die Aspirin, die bringt ja jetzt nicht Liter von Liter für Wasser ins Gehirn, dass dieses Gehirn besser gespült wird, damit die Reizstoffe rausgehen. Nein, es blockiert den Nerv, der dieses Symptom gibt. Das heißt, der Topf ist offen, der Nerv sagt, oh, ich habe Kopfschmerzen, das Medikament kommt irgendwas und macht den Deckel drauf. Das heißt, der Schmerz ist einfach nicht spürbar, aber er ist nach wie vor da. Der Körper hämmert weiter. Denn der Mediziner sagt uns ja nicht, dass die Ursache für diese Migräne oder für diese Kopfschmerzen ein akuter Wassermangel ist. Also eine Wasserarmut im Blut. Er sagt uns auch nicht, dass das ein Problem ist der Versäuerung der Nieren, also die Niere und der Darm hat das Problem. Zum einen ist die Assimilation Dünndarm nicht gut, das heißt, die Wassermoleküle können nicht gescheit aufgenommen werden, im Blut nicht transportiert werden können und meistens ist auch die Niere, also die Filtrationsfähigkeit der Niere, verstopft. Dann schaltet der Körper auf ein lebensnotwendiges Programm um, nämlich er braucht einen Ersatzstoff an Flüssigkeiten, die er ins Gehirn schickt, denn der Austausch von Flüssigkeiten im Gehirn, der muss immer gegeben werden. Und wenn der Körper jetzt nicht genug Wassermoleküle hat, dann nimmt er den Ammoniak, also die Harnsäure, den Urin aus dem Blut heraus und Ammoniak ist reizend und das löst letztendlich den Kopfschmerz aus. Also müsste doch der Arzt jetzt sagen, Sie müssen eine Fastenkur machen, eine Basenfastenkur, Sie müssen Smoothies trinken, Gemüsesäfte, Sie brauchen Mineralsalze, Sie müssen sich entsäuern, Sie müssen mehr trinken, um die Migräne in den Griff zu bekommen. Da brauche ich keine Kopfschmerztablette. Aber die Kopfschmerztablette hilft innerhalb von 20 Minuten. Damit steht der Arzt schön da, dem Klient ist geholfen. Dass aber in dem Medikament ganz viele Nebenwirkungen drin sind, dass da ganz viele Stoffwechsel-Zwischenprodukte im Körper übrig bleiben, die Zellen stören, die Wahrnehmung des Körpers stören. Und der Körper sagt, Mensch, wenn der immer diesen Nerv abdrückt, muss ich ihm doch ein neues Problem zeigen. Einen offenen Fuß, dunkle Augenringe, Nierenprobleme, die sich zeigen, Hämorrhoiden, Blasenentzündungen, die zwangsläufig mit dem Kopfschmerz zusammenhängen, aber sich in 3-4 Wochen nicht im Verständnis so zeigen, dass es jetzt die nächste Brücke in Verstärkung nach dem Problem ist. Darauf kommt der Klient meistens nicht und der Arzt erzählt es einem nicht, wenn er es weiß. Wenn es überhaupt weiß, ja. Wenn er es überhaupt weiß. Genau. Okay, das war das erste Beispiel, Migräne. Interessant. Also, meine Oma hat Bluthochdruck. Nächstes Beispiel, ja. Was nimmt sie? Blutverdünner, ja. Genau. Wie passt das jetzt ins Bild rein? Also sie nimmt nicht nur Blutverdünner, Andreas, wenn sie Blutverdünner nimmt, muss sie auch noch Magenblocker nehmen. Denn diese Blutverdünner, die es heutzutage medizinischer Art gibt, wir nennen jetzt hier keine Firmen, die greifen die Magenwände an. Und viele kennen das, die das jetzt hören. Was heißt denn Blutdruck? Nimm dir mal ein Beispiel. Du hast eine Pumpe und du hast einen Gartenschlauch. Und du gießt deine Blumen. Und dann kommt jetzt dein Sohn und stellt sich auf den Gartenschlauch. Was macht die Pumpe? Mehr pumpen. Die Pumpe pumpt mehr. Und was merkst du? Am Anfang, wenn er sich auf den Schlauch stellt, ja. Was merkst du da? Kommt nichts mehr raus oder weniger. Ja. Das heißt, deine Leistungsfähigkeit, deine Produktivität, die Blumen zu gießen, reduziert sich. Und mit diesem Problem, es kommt kein Wasser mehr aus meinem Schlauch, gehst du ja zum Arzt. Ja. So, der Arzt, der sagt nicht, ey, da steht dein Sohn auf deinem Schlauch, der sagt einfach, okay, dann bringen wir jetzt mit der Pumpe mehr Leistung oder wir verdünnen einfach die Wassermoleküle. Wenn die noch dünner werden, dann passen die besser durch, dann merkst du diese Verstopfung in deiner Arterie nicht und dein Laden läuft besser. Das heißt, Blutverdünner werden immer dann angewendet, wenn es darum geht, die Verkalkung der Arterien dem Klienten nicht mehr aufzuzeigen. Denn stell dir vor, das ist deine Vene oder deine Arterie und da fließt dein Blut durch. Irgendwann verstopft durch cholesterine Versalfungen, durch Schlacken, die sich in der Arterie ablagern,
und die Blutplasmateilchen, die ja beweglich sind, die kommen da jetzt nicht mehr so richtig durch. Dann merkst du das, du bist nicht mehr so leistungsfähig, du hast schnelleren Atem, deine Herz-Kreislauf-Beschwerden gehen los, damit gehst du zum Arzt. So, der Arzt macht jetzt Folgendes, er sorgt dafür, dass das Blut verdünnt werden, damit die Blutplasmateilchen, die da jetzt nicht mehr durchkommen, verkleinert sind und da durchkommen. Ist aber noch nicht das Problem gelöst, denn die Verkalkung in der Arterie geht immer weiter. Das heißt, diese Blutverdünner führen zwangsläufig immer zum Herzinfarkt und zum Schlaganfall. Es sei denn, der Arzt fängt uns dann irgendwann nach Einnahme von 5, 7 bis 10 Jahren damit auf und sagt, wir setzen Ihnen jetzt einen Stent in die Arterie, weil die Arterie jetzt kurz vor dem Verschluss ist, und gehen da rein, legen da so ein Gitter rein und können wieder mit der Operation Geld verdienen, können wieder wirtschaften, ist die nächste Stufe der medikamentösen Einnahme. Dann kommt die Operation dazu, um dem Klienten zu helfen. Aber da wird dem Klienten auch nicht geholfen, denn die Verkalkung außerhalb dieses Netzes geht ja weiter und irgendwann reißt diese Arterie, irgendwann platzt die. Und dann ist natürlich der Schlaganfall sofort da. Das heißt, meine Erfahrungen sind, dass Blutverdünner zwangsläufig immer zum Schlaganfall führen. Was meine Erfahrung auch ist, Andreas, ist, dass diese Magentabletten, die zusätzlich genommen werden müssen, weil diese Blutverdünner eben sehr, sehr scharf sind, dazu sorgen, dass Colitis ulcerosa, Magenschleimhauterkrankungen, Reflux, Sodbrennen die Folge sind, die im längeren Verlauf dann zu Colitis ulcerosa im einfachsten Fall führen, aber im schlimmsten Fall zu Morbus Crohn oder Leaky Gut. Und wenn man mal googelt, man sieht, Leaky Gut hat zu 200% zugenommen in den letzten 40 Jahren und seitdem gibt es erst diese Blutverdünner, die es früher nicht gab. Was hat die Oma von früher genommen? Sie hat Aprikosenkernextrakte genommen, sie hat die Tomatenkernextrakte genommen, das heißt, es gibt auch Firmen, die alternative medizinfreie Blutverdünner herstellen und da werden Extrakte aus Tomatenkernen hergestellt, die die gleiche Wirkung haben. Aber das hängt immer auch mit zusammen, dass der Klient sein Leben verändern muss, um diesen Blutdruck, also die Wut und den Druck, den er hat, zu verringern. Das würde heißen, entsäuern, entgiften, dass die Säuren, die in den Arterien abgelagert werden, abgebaut werden. Das heißt, tierische Eiweiße müssen weg, Milchprodukte, die verkleben, verschleimen, müssen erstmal weg, die Klebeeiweiße müssen weg und die Fleischernährung muss auf 15% runtergefahren werden. Nur dann hat der Klient eine Möglichkeit, wirklich auch abzubauen, abzuspecken und hier seine Herzkranzgefäße eben damit zu reinigen. Das kann man sehr gut über Kuren machen, sind meine Erfahrungen. Ja. Okay, ein Beispiel noch und das müssen wir, glaube ich, jetzt mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Beispiel, was jeder kennt, Erkältungssymptome, ja, das ist ja eine Sache, also ist jetzt gerade ist hier Winterzeit, wenn ich in den Kindergarten meine Jungs bringe, dann heißt es, entweder sind die Mitarbeiter krank oder die Kinder krank, also irgendwo sind da immer krank, reihenweise schlägt das um sich, ja, und was haben die dann? Es ist immer das Gleiche, ja, Bronchitis, Mandelentzündung hatte ich früher auch, ich hatte heftigst Mandelentzündung, die wollten sie früher rausnehmen, meine Mutter hat glücklicherweise gesagt, drin lassen, Mittelohrentzündung, die wollten mir Röhrchen setzen, habe ich meine Mutter auch glücklicherweise von abgesehen, Nasennebenhöhlenentzündung hatte ich früher ständig, Bindehautentzündung, was gibt's denn noch, Magen-Darm-Erkrankung, das ganze Lied, ja, kennst du, was ist denn damit? Das kennen wir, ja, also auch das ist so. Das, was der Arzt heutzutage behandelt, Andreas, sind Ausscheidungsriesen. Das heißt Signale des Körpers, wo er eine Unterstützung braucht zu entgiften. Wir entgiften über unsere Ausscheidungsorgane. Mund, Nase, Ohren, Augen, die Haut als solches und Dickdarm und Blase. So, das sind die normalen Wege von Säuren, die in Verstoffwechslung immer entstehen, auch wenn ich einen Apfel esse, ausgeschieden werden. Entstehen mehr Säuren, als der Körper ausscheiden, kommt es zur Verschlackung. Diese Verschlackung kommt irgendwann in eine Dimension hinein, wo der Körper mit einer Ausschüttung reagieren muss. Das heißt, er nimmt dir dein äußeres Bewusstsein, um zu entschleimen. Das heißt, du wirst krank. Und diese genannten Symptome, die du gerade eben schön aufgezählt hast, Rhinitis, Colitis, Obesitäten, Kopf, Körper, Rücken und Gliederschmerzen, sind doch diese Symptome, mit denen unsere Klienten heutzutage beim Arzt sitzen. Richtig. Und was macht der Arzt? Er gibt ein Medikament, was nicht die Aufgabe hat, den Schleim zu verstärken, dass der Schleim aus der Nase rauskommt, dass die Säuren aus den Augen und aus den Ohren wirklich fließen können, sondern er sorgt dafür, dass es unterdrückt wird. Und das macht der Körper, er muss diesen Schleim wieder zurückbringen. Da dieser Schleim ja auch Eiter heißt und dass dieser Eiter immer nur mit weißen Blutkörperchen abgebaut werden kann, heißt das, dass wir immer immunschwächer werden. Und die Versäuerung führt dazu, dass wir immunschwach werden und eine Aneinanderreihung von Immunschwächen
löst dann diese Erkältung aus. Das heißt, Erkältungen und das, was du genannt hast, sind nichts weiter wie Entschleimungen des Körpers. Irgendwann hast du mal deinen Schal vergessen, du hast dich verkühlt und dann kriegst du einen Schnupfen. Der Schnupfen ist nicht das Problem, der Schnupfen ist die Lösung des vergangenen Problems, denn es entschleimt der Körper. Jetzt müsstest du zu einem Arzt gehen und der müsste eigentlich sagen, ach wunderbar, gucken Sie mal, wie toll Ihr Körper auf diese Vergiftung, die Sie in den letzten 6 Wochen erlitten haben, reagiert. Ich gebe Ihnen jetzt noch ein Produkt mit, was die Sache verstärkt, dass sie noch mehr Rotz bekommen, dass es gut abfließt. Dazu machen wir Dampfbäder, dazu gibt es heiße Wickel, dazu gibt es Pfefferminz und Kräuterextrakte, die sie als Tees trinken und entsaften. Es gibt ein Fieberbad, was den Impuls verstärkt, dass sie schnell wieder gesund sind. Nein, es gibt eine Tablette, die nehmen sie. Es gibt Nasentropfen, die künstlich die Nasenwände zusammendrücken, dass die Nase nicht mehr entschleimen kann. Und das ist doch nicht die Lösung der Probleme der heutigen Zeit. Aber das Problem sind ja nicht nur die Ärzte. Das Problem ist ja auch, dass die Leute das gar nicht wollen. Ja? Das heißt, wenn der Arzt sagt, entweder oder, grüne oder rote Pille, bitte die schnelle Lösung. Andreas, ich habe hier bei uns in der Gegend einen ganz tollen Hausarzt, der sagt, du Florian, ich habe immer Schulmedizin und alternative Behandlungsmöglichkeiten. Ich habe aber auch eine Apotheke. Der sagt, meine Geräte sind teuer, die muss ich abzahlen. Und er sagt, ich empfehle meinem Klienten 2 Wege. Ich möchte mich ja auch immer natürlich entwickeln. Er findet auch gut, was wir machen. Aber er sagt, wenn ein Kunde zu mir kommt, der ein körperliches Problem hat und ich sage, hey, es gibt 2 Möglichkeiten, nimm die Tablette, dann sind die Probleme erstmal weg. Oder es gibt noch die alternative Behandlung, die können wir aber gesetzlich nicht abrechnen, die musst du selber bezahlen. Der Weg dauert 3-mal länger, ist aber schonender für deinen Körper und hilft nachhaltig. Dann sagt der Klient meistens zu mir, Mann, gib mir eine Pille, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, Haus, Hof und Garten, ich kann jetzt nicht ausfallen, ich kann nicht krank werden, also gib mir ein Medikament. Und er sagt, das Problem ist, seine alternativen Behandlungen sind zu 20% und 80% sind die medizinischen Behandlungen. Warum? Weil der Klient es nicht möchte. Wenn er sagt, wenn meine Klienten mehr Fragen stellen, dann bin ich gezwungen, mehr Antworten zu geben. Um diese alternativen Antworten zu geben, muss ich mich alternativ bilden. Also alles andere als das, was ich in meinem Studium gelernt habe. Da geht es nicht um Ernährung, da geht es nicht um Gesundheit, da geht es nicht um Symptome wirklich in der Ursache zu bekämpfen, da geht es nur, sie zu behandeln. Das heißt, Mediziner ist heutzutage ein behandelnder Arzt, kein ursachefindender Arzt, der sich das Leben noch anguckt oder die Psyche oder die seelischen Ursachen dafür, sondern Er hilft uns erstmal mit einem Medikament. Und wenn man das weiß, Andreas, könnte man an die Sache anders rangehen. Ja, und das ist genau die Frage, die sich jetzt, denke ich, jeder stellt. Was soll ich denn jetzt bitte machen? Ich habe mir die Podcast-Folge angehört und jetzt heißt es, ich soll plötzlich nicht mal zum Arzt gehen oder was? Na Andreas, ich bin seit 15 Jahren nicht mal beim Arzt gewesen. Seit 15 Jahren löse ich meine Probleme selbst. Bist du das Wahnsinns? Kannst du dir vorstellen, dass 73% aller Menschen Medikamente nehmen? Könntest du dir vorstellen, dass wenn man diese Medikamente nicht einnimmt und an die Pharmakonzernfirma, die das herstellt, die damit Milliarden verdient, zurückschickt, dann dürfen die das nicht einfach in die Mülltonne schmeißen, denn das ist Sondermüll. Das ist Sondermüll, der muss mit richtig viel Geld wieder zerlegt werden. Aber der Klient, der schluckt diese Tablette. Und was passiert mit dieser Tablette in der Ausscheidung? Wo geht die hin? Ja, ins Wasser, ne? Kannst du dir vorstellen, wenn 73% aller Menschen Medikamente in Deutschland nehmen, was das für eine Belastung für diese Umwelt ist, für unser Grundwasser? Das heißt also, Andreas, selbst wenn du dir eine Möhre kaufst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da Medikamente drin sind von irgendeinem Bundesbürger, dem das scheißegal ist oder der es bisher eben nicht wusste und damit dir auch deine Lebensmittel vernichtet oder versaut oder dein Trinkwasser verschmutzt oder den Boden vergiftet, obwohl er das eigentlich gar nicht will, aber mit der Medikamente zwangsläufig natürlich macht und damit auch diese Wirkstoffe in deinen Körper kommen. Ja, Halleluja. So, ich würde heutzutage so vorgehen, ich gehe zu einem Schulmediziner, um eine Diagnose zu bekommen. Das heißt, welches Organ hat ein Problem? Und danach sage ich vielen Dank. Ich nehme Ihre Medikamente natürlich erstmal nicht. Ich informiere, ich bilde mich. Ich bilde mich im Internet. Ich gehe in Foren rein. Ich schaue, wie haben andere das Problem gelöst. Ich kaufe mir Bücher von Hildegard von Bingen, von Maria Treben. Da sieht man genau, welche Kräuter bei welcher Krankheit helfen und wie ich diese Umschläge, diese Wickel, diese Medikamente vielleicht auch mit dem Kokosfett vermische, also Wildkräuter entsafte, mit Kokosöl vermische und dann einnehmen kann und damit den gleichen Stoff bekomme, den ein Medikament hat, aber auf natürliche Art und Weise, der nicht das Symptom verschiebt, sondern den Körper entgiftet, die Bakterien ausleitet, die Säuren aufnimmt, die Organe entlastet, damit dann im Spiegel das Symptom natürlich nicht mehr auftritt. Und damit habe ich ja dann auch
eigentlich eine Lösung herbeigeführt. Das heißt, ich verändere meine Lebensumstände, die dafür gesorgt haben, dass es dazu kam. Ja, okay. Und das ist mir persönlich auch ganz wichtig, dass man es genauso macht. Also es ist keine Empfehlung, nicht mehr zum Arzt zu gehen. Es geht auch nicht darum, Ärzte schlecht zu machen, sondern eher dann aufzeigen, wie es heutzutage ist und was deine persönliche Erfahrung ist und wie du es persönlich machen würdest. Aber die Verantwortung, die liegt bei jedem Einzelnen von uns. Jeder Einzelne darf für sich und muss für sich die Entscheidung treffen, möchte ich die rote, die blaue Pille, möchte ich schnell eine Lösung oder möchte ich vielleicht mal ein bisschen tiefer graben. Und das ist letztlich genau das, was wir euch auch mitgeben möchten in diesem Podcast. Und ja, von daher sage ich mal vielen Dank. Ich denke, das war sehr, sehr aufschlussreich, einfach mal zu hören, wie kam es heutzutage so dazu, wie hat sich das entwickelt, dass das System heute so ist, was kann man bei verschiedenen Beschwerden alternativ auch tun, was für eine Vorgehensweise würdest du für dich persönlich wählen. Ja, und vielleicht hast du als Zuhörer jetzt auch einen Anreiz, vielleicht in Zukunft auch mal was anderes zu machen oder den Blickwinkel jetzt geändert und sagst, ja, vielleicht werde ich in Zukunft mal die Sache anders angehen. Ja, Florian. Ich habe noch einen ganz guten Bereich, den ich eigentlich noch kurz mit erwähnen möchte, Andreas. Mhm. Wenn jetzt alle Menschen zum Arzt gehen würden und er würde eine Diagnose stellen und sagt, wir nehmen jetzt das und das Medikament dafür ein. Und wenn man dann den Arzt fragt, aber was kann ich denn alternativ machen? Welches Wildkraut oder welche Umschläge oder was gibt's denn da, was auch hilft, ohne das Medikament einzunehmen? Dann sagt er, Sie müssen das Medikament nehmen, da gibt's nichts anderes. Und da merkt man natürlich, dass er davon keine Ahnung hat. Und wenn man das weiß, dann verliert man so ein bisschen auch den Bereich zu sagen, okay, aber glaube, nur Ärzte sind gesund und machen Gesundheit. Und man kriegt Mut zu sagen, ach, da kann ich auch was selber machen. Und man informiert sich. Und dadurch wächst natürlich Selbstverantwortung. Ich gehe also in die Verantwortung, meine Gesundheit wieder selbst in die Hände zu nehmen, mich zu bilden, mich darin zu entwickeln und damit auch anderen Menschen zu helfen. Und der Arzt ist ja dann auch gezwungen, sich zu bilden. Weil der kriegt ja irgendwann die Krise, wenn jeden Tag 10 Leute reinkommen, die selbst seine Behandlung ablehnen und sagen, ich möchte, dass sie mir eine alternative, gesunde Behandlung, ich möchte diese Chemie-Cocktails nicht mehr nehmen. Dann kriegt der die Krise und irgendwann wird er gezwungen, sich weiterzubilden und dann würde sich das verändern. Das heißt, wenn die Nachfrage das Angebot verändert, dann ist es ja einer Firma wie eigentlich auch egal. Die würden auch Chlorella-Presslinge verkaufen oder Annika-Extrakte, wenn die damit Geld verdienen. Es geht doch hier auch nur oft ins Geld verdienen und dann gäbe es viel gesündere Medikamente in der heutigen Zeit. Damit bin ich mir sicher. Ja. Okay, ja, das ist eine schöne Vision, ein schöner Ausblick und natürlich würden wir uns freuen, wenn du das genauso siehst und vielleicht in Zukunft dein Verhalten dahingehend änderst. Nächste Folge, Florian, kleiner Ausblick, da haben wir einen schönen Titel, echt kacke, was du über deine Darmgesundheit wissen solltest und über deinen Stuhlgang wissen solltest. Ich bin sehr gespannt und was uns da erwartet. Und jetzt erstmal zum Abschluss noch der Hinweis, würdest du dich freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst, unseren Kanal, damit du keine Folge verpasst. Und unsere ersten Folgen, die gibt es auch als Video, kannst du auch auf YouTube anschauen. Mhm. Für heute war es das erstmal mit der Gesundheit. Wir freuen uns, wenn du noch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und sagen ciao, bis dahin, dein Florian Sauer und Andreas Poffrath. Bis dahin, wir hören uns. Wunderbar. Ciao, ciao. Tschüss.